Good morning to all. Guten Morgen an Sie alle. Schön, dass Sie sich aus der ganzen Welt zugeschaltet haben. Es ist ein wichtiger Moment für uns, die Präsentation eines neuen Modells. Wir werden ungefähr 15 Minuten miteinander verbringen und wir werden Ihnen alles sagen über den ganz neuen Renault Austral, auf den wir sehr stolz sind. Und jetzt begrüße ich sofort unseren CEO Luca de Meo. Guten Morgen, Luca. Guten Morgen, Christian. Guten Morgen an Sie alle. Herzlich willkommen bei Renault. Ja, Luca, um es mit Ihren Worten zu sagen, trotz einer sehr herausfordernden Situation, Renault is back. Und vor 3 Wochen haben Sie den neuen Austral angekündigt. Sie wissen alle, die Neueroberung des C-Segments ist ein ganz entscheidender Bestandteil der Renaultution. Das Segment ist das Herz des weltweiten Automobilmarkts, macht fast 40% der verkauften Fahrzeuge aus und Arkana hat unserer Produktoffensive den Weg geebnet. Megane E-Tech zeigt schon heute, dass das ein Produkt ist, das wirklich zu unseren Kunden passt. Aber eines fehlte uns noch, nämlich ein wirklich kraftvolles SUV. Das Segment der C-SUVs ist in den letzten Jahren exponentiell gewachsen und hat in Europa, nicht nur in Europa, eine entscheidende Position erreicht. Wir wollten in der Tradition der Autos zum Leben anders vorgehen. Wir wollten ja anders sein, revolutionär, modern. Also ich möchte nicht zu viel von dem verraten, was Gilles und Olivier gleich präsentieren werden, aber ich denke, Austral ist die perfekte Verkörperung des C-SUVs von heute und er zeigt, was gerade Renault hier einbringen und liefern kann. Also zunächst einmal ist der neue Austral das erste Fahrzeug, das auf der komplett neuen CMF-CD-Plattform entwickelt wurde. Das bedeutet, er verfügt über die besten Entwicklungen in Bezug auf Raumangebot, Konnektivität, Fahrverhalten und wahrgenommene Qualität. Zum Fahrgefühl: Der Austral ist mit der neuesten Generation des stärkeren, effizienten E-Tech-Hybrid-Motors ausgestattet. Im Prinzip unser neuer 1,2-Liter-Motor, der 160 oder bis zu 200 PS liefert. Mit diesen neuen Motoren stellen wir sicher, dass wir weiterhin ganz vorn sind im Hinblick auf Hybridtechnologie, Leistung und Verbrauch. Austral bietet außerdem Spitzenkonnektivität mit Google Insight. Schon im Megane E-Tech war das von der Presse sehr gelobt worden. Was ich auch ansprechen möchte, ist dieses Wohlfühlambiente an Bord. Dank eines wirklich völlig neu entwickelten Innendesigns. Und bevor ich an Gilles weitergebe, werde ich seine Präsentation aber noch voll und ganz spoilern, denn eines möchte ich noch hinzufügen. Austral wird das erste Fahrzeug des Renault-Modellprogramms mit einer Ausstattungsvariante Esprit Alpine sein. Mehr will ich gar nicht sagen, aber der Name allein sagt ja schon einiges über unsere Absichten hier. Es kann losgehen, sehen wir uns dieses wirklich überzeugend schöne neue Modell von Renault an. Einen guten Morgen an Sie alle. Der neue Austral ist ein Fahrzeug, das alle SUV-Fundamentals abdeckt. Die richtigen Proportionen, die Silhouette, eine optimierte Konstruktion, alles, was Kunden von so einem Auto erwarten. Aber wir wollten noch mehr bieten. Einen ganz besonderen Charakter, innen wie außen.
Und wir wollten auch die Qualitätswahrnehmung signifikant steigern. Ich glaube, das Design spielt für das Qualitätsgefühl eine ganz starke Rolle, mit Fit und Finish, dem Design jedes Details und insgesamt dem Design der Fahrzeugform, sogar bis ins Cockpit. Damit können wir wirklich Maßstäbe setzen. Wie immer bei Renault gilt, Erfindungskraft, die zu aussagestarken, nützlichen Ergebnissen führt, ob bei der Ästhetik des Fahrzeugs oder dem Bordgefühl. Das Außendesign ist eine Verkörperung der Sensual Tech. Das ist unsere neue Designsprache, die großzügige Formen kombiniert mit kantigen Linien und Details und raffinierten Technologien. Mit diesem Ansatz erhält das Fahrzeug eine echte, starke Persönlichkeit. In der Front trifft Kraft auf Eleganz. Ein breiter Kühlergrill mit Schachbrettmuster, sportliche Verkleidung, glänzend schwarze und dunkle Chromdetails und natürlich unser neues Logo. Eine starke Persönlichkeit. Das Flankendesign gibt dem Fahrzeug einen starken Auftritt. Kontraststarke Linien über den Radläufen, eine auffallende Linie im unteren Türbereich verleihen der Gesamtsilhouette Richtung und Dynamik. Das abfallende Dach unterstützt die Aerodynamik und trägt zu einer tollen Rückansicht bei. Das Fahrzeug steht solide auf der Fahrbahn. Aus dieser Perspektive fallen die weiten sportlichen Schultern auf, unterstrichen von den breiten Rücklichtern, die sich bis zum zentralen Logo ziehen. Diese Scheinwerfer verwenden die Mikrooptik-Technologie, so entsteht ein vibrierender, fast holographischer 3D-Effekt. Die gravierten Scheinwerfer wirken eingeschaltet wirklich beeindruckend. Front- und Heckscheinwerfer und die scharfen Linien machen das Tech in Sensual Tech aus. Der neue Austral zeigt ein frisches, neues, rationelles und modernes Interieur mit innovativem Touch und einem großartigen Raumgefühl. Die verwendeten Materialien strahlen genau wie das Außendesign dieses Gefühl der Sensual Tech aus. Besondere Sorgfalt wurde auf die Polsterung verwendet und der Cocoon-Effekt wird durch die Verwendung von Schaum und Textilien an Vorder- und Rücksitzen und Türpanels noch verstärkt. Der neue Austral bietet außerdem vorn und hinten reichlich Stauraum für die ganze Familie. Die neue Generation der Open-Air-Displays, eines der größten Displays auf dem Markt, kombiniert in seiner L-Form das digitale Display auf dem Instrumententräger und einen Touchscreen. Die beiden Lüftungsschlitze für die Fahrerseite sind integriert. Die breite Mittelkonsole ist von allen Bedienelementen befreit, denn Schalter und Knöpfe wurden um das Lenkrad angeordnet. Die Idee? Diese Zone wieder einfach für das Leben an Bord zu nutzen. Und jetzt lade ich Sie ein, sich von der Spitzenausstattung des neuen Austral begeistern zu lassen. Esprit Alpine. Die Ausstattungsvariante Esprit Alpine des neuen Austral übernimmt die Markencodes von Alpine in sein Design und verstärkt die sportliche Anmutung des Fahrzeugs. Der sportliche Stil des Außendesigns wird mit einer neuen Wagenfarbe unterstrichen, Grischiste Matte, und setzt auf spezifische Felgen mit Rautendesign und eine Alpine-Gravur. Auch das Interieur des Esprit Alpine ist edel gestaltet, mit Alcantara-Bezügen, genähtem Leder und einer Alpine-Logostickerei auf den Sitzen. Und es gibt eine besondere Begrüßungssequenz, die beim Einsteigen an die Marke Alpine erinnert. Esprit Alpine ist damit die ultimative Version eines Produkts, für das die Qualität schon an höchster Stelle steht. Für uns im Design bedeutete das sorgfältige Designentscheidungen und makellose Umsetzung des Projekts. Und jetzt wird Olivier Bross über die anderen Aspekte des Fahrzeugs sprechen. Der neue Austral ist eine Premiere. Und Sie werden sehen, die Technologie ist überall. Der neue Austral ist das erste Fahrzeug von Renault auf der CMF-CD-Plattform, die gemeinsam mit der Allianz entwickelt wurde. Dank dieser Plattform kann der neue Austral mit der zweiten Generation unseres E-Tech Vollhybridmotors ausgestattet werden, der mit bis zu 200 PS erhältlich ist. Diese neue Generation kombiniert maximale Effizienz und ein unglaubliches Stromer-Feeling
Voll elektrisch hat zum Beispiel der E-Tech eine Reichweite von bis zu 5 Kilometern und kann bis zu 80% der Innenstadtfahrten übernehmen. CO2-Emissionswerte. Wir werden die besten Werte aller Hybrid-SUVs auf dem Markt erreichen. Unser Ziel sind 105 Gramm. Der neue Austral ist auch mit einem Mild Hybrid Advanced Motor erhältlich sein, der eine 48 Volt Batterie mit dem brandneuen 1,2 Liter Dreizylindermotor kombiniert. Er bietet beispiellose 40% Wirkungsgrad. Das bedeutet weniger Emissionen und einen geringeren Kraftstoffverbrauch. For Control. Im neuen Austral wird die Renault Allradlenkung eingesetzt. Wir nennen dieses System For Control Advanced. Diese Technologie hat Renault bereits seit 2008 demokratisiert. Und stellen Sie sich vor, das ist schon die dritte Generation. For Control Advanced überwacht das Fahrzeugverhalten und passt den Radwinkel um bis zu 5 Grad an, je nach Geschwindigkeit, Fahrstil oder Straßenverhältnissen. Für den Fahrer bedeutet diese Technologie drei Vorteile. Erstens, außergewöhnliche Wendigkeit mit einem reduzierten Wendekreis von 10,1 Metern, besser als bei einem Stadtauto. Zweitens, außergewöhnliche Agilität unter allen Bedingungen. Der Austral liegt immer sicher auf der Straße. Und drittens, Stabilität. Der Renault Austral garantiert immer maximale Sicherheit. Das For Control Advanced System ist ein echtes technologisches Plus, ein Technologiesprung und es ist einzigartig im Angebot eines Allround-Autobauers. Die Technologie findet sich auch in den Fahrassistenzsystemen. Nicht weniger als 32 ADAS bietet der neue Austral, von denen mehrere Renault-eigene Entwicklungen sind. Ich gebe Ihnen einige Beispiele. Erstens. Active Driver Assist passt den Wagen automatisch an Geschwindigkeitsbeschränkungen und Straßenprofil an. Es ist das neueste kontextbezogene autonome Fahrsystem. Zweitens, Predictive Hybrid Drive optimiert die Batterieladung für die bevorstehende Fahrt auf der Straße. Und nicht zu vergessen, die LED-Matrix-Vision wird im neuen Austral ebenfalls verfügbar sein. All diese aktiven Fahrerassistenzsysteme werden ergänzt durch modernste passive Sicherheitseinrichtungen, ganz in der Tradition der historischen Expertise von Renault. Gilles Vidal hat es bereits angesprochen. Open Air ist das Meisterstück im Cockpit des neuen Austral. Neu eingeführt im neuen Megane E-Tech bietet Open Air Link die Ergonomie eines Smartphones mit Touchscreen und Sprachsteuerung. Open Air verfügt über das Open Air Link Multimedia System. Dank der Partnerschaft mit Google Automotive Services konnten wir mit dem eindeutigen Leader zusammenarbeiten, um nutzerfreundliche Anwendungen bieten zu können. Der neue Renault Austral bietet außerdem eine komplett neue 9,3 Zoll Frontscheibenanzeige. Das bedeutet, dass die Fahrzeuggeschwindigkeit, Fahrassistenz, Tempowarnung und Navigationshinweise direkt in die Frontscheibe projiziert werden, für ganz einfach mehr Komfort und Sicherheit für den Fahrer. Und all diese großen Displays bieten zusammen die Breite von drei iPads. Ganz klar Abmessungen aus dem Premium-Segment. Und schließlich die CMF-CD-Plattform. Sie wurde entwickelt, um ein maximales Raumangebot zu ermöglichen und Nutzerfreundlichkeit vorn und hinten zu bieten. Fahrer und Beifahrer verfügen vorn über viel Platz. Ergonomie und Komfort, die durch die erhöhte Fahrposition und eine breite Mittelkonsole noch verstärkt werden. Im Heck gewähren der lange Radstand und die unabhängigen um 16 cm verschiebbaren Rücksitze dem neuen Austral Top-Raumangebot und bis zu 575 Litern Kofferraumvolumen. Ganz kurz gesagt, der neue Austral wurde entwickelt, um eine ganze Familie bequem unterzubringen und seine Spitzentechnologie schenkt unseren Kunden ganz einfach einen entspannten Alltag. Vielen Dank, Olivier.
Um abschließend und um das zu ergänzen, was du gerade sagtest, Austral ist definitiv der Vorreiter der Renault C-SUV-Familie. Er bietet beste Technologie für alle, ein elektrifiziertes Fahrerlebnis und ein statusbewusstes Design. Wie Luca sagte, mit dem neuen Austral haben wir das perfekte Fahrzeug, um das C-Segment zurückzugewinnen. Letzte Information: Der neue Austral kommt ab dem letzten Quartal 2022 auf den Markt. Und damit sind wir am Ende unserer Weltpremiere. Ich hoffe, Sie waren begeistert. Bis bald und vielen Dank. Hey Google, play Tech Control. Yeah, yeah. Hey. All you want is a peace of mind in a happy place that we all need to find. Because you work all day and sleep all night, no time for yourself to feel alright. Counting the days like 1, 2, 3, 4, 5, trying to part from darkness to see more light. Got your manager harassing you to be on time while looking in the mirror like this can't be your life. Never feel that your future's wasted. When you deal with pursuing greatness, if your soul is a damsel, rest, don't stress, cause you can save it. Don't let anybody take it from you. Stay strong even when they wrong you. When you work till you go, know the worth of your soul. If you don't, then mate, it's on you. Know your value and never forget. Stay sharp on your path to whatever is next. Get a respect when they measure your depth from every breath in your chest. Never settling for anything less. Yes. Don't let them take your soul.